Es ist offiziell, das Dieselfahrverbot innerhalb des Mittleren Rings kommt ab Februar. Nach zähen Debatten in der heutigen Vollversammlung im Rathaus wurde das Fahrverbot von der grün-roten Mehrheit beschlossen. Die Oppositionsparteien CSU und FDP sehen darin aber den falschen Weg. Die Fragen, die gestellt worden sind, wer kontrolliert es, wie kontrolliere ich es überhaupt, mit welchem Zeitaufwand kontrolliere ich es, ist es eine relativ ungerechte Geschichte, weil manche halt vielleicht kontrolliert werden, andere einfach aufgrund der Kapazität nicht kontrolliert werden können. Wie schaffe ich es überhaupt, an eine Ausnahmegenehmigung zu kommen? Das sind alles praktische Fragen. Das hört sich in der Theorie immer gut an. Die FDP möchte, dass keine Verbote erlassen werden, sondern wünscht sich stattdessen Alternativen in der Verkehrspolitik. Wir müssen uns die Stellen auch mal genau anschauen und auch mal fragen, woran das liegt, dass an bestimmten Stellen die Grenzwerte so überschritten werden und an anderen Stellen nicht. Die Thematik ist da, fließender Verkehr wäre mal eine Maßnahme, die relativ schnell umsetzbar wäre. Die zweite Maßnahme wäre natürlich, dass wir gucken, dass wir die Buslinien an den entsprechenden Stellen gegebenenfalls auf schadstofffrei umstellen. Das wäre auch ein kleiner Beitrag, der auch, ich sag mal, in einer absehbaren Zeit umsetzbar wäre. Die Regierungsparteien hingegen halten das zonale Fahrverbot für München unumgänglich. Als ausschlaggebenden Punkt nennt die Stadtregierung die Fürsorgepflicht gegenüber der Münchner Bevölkerung. Beschlossen wurde, dass es drei Stufen gibt. Die erste Stufe kommt zum 1.2.2023. Dann dürfen E4 Diesel und schlechter nicht mehr in die Umweltzone und auf den mittleren Ring fahren. Zum 1.10. betrifft es auch E5. Ganz wichtig ist aber, wenn wir die Grenzwerte, und wir werden das jetzt vierteljährlich uns anschauen, einhalten, dann kommen sofort keine weiteren Fahrverbote. In der Vollversammlung wurde außerdem diskutiert, ob Bürger bei der Planung der Hochhaustürme an der ehemaligen Paketposthalle mit eingebunden werden sollen. Das Ergebnis: Es soll keinen Bürgerentscheid geben. Es gibt für Pro und Contra gute Argumente. Und das ist tatsächlich eine Frage, wo wir als CSU finden, dass man die Bürgerinnen und Bürger fragen sollte. Und wir finden es sehr schade, dass wir jetzt dafür keine Mehrheit bekommen haben. Der Stadtrat spricht sich aber generell für die je 155 Meter hohen Türme an der Paketposthalle aus. Das Ziel ist aber, dass wir eben nächstes Jahr im ersten Quartal nochmal auch Workshops und eine Beteiligungsphase haben und dann uns doch relativ schnell auch Richtung Billigung bewegen. Bis die Bagger an der Paketposthalle anrollen, werden allerdings noch einige Jahre ins Land ziehen.